Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin euer Sashi und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch bitte einmal kurz nach und aktiviert auch das kleine Glöckchen, denn dann bekommt ihr über jedes von mir hochgeladene Video eine Benachrichtigung und verpasst nichts mehr. Und heute gibt es eine weitere Ausgabe meines Formats Sashis Liebklaku. Das heißt, hier stelle ich euch die Filme aus meiner Sammlung vor, die für mich absolute Lieblinge in meiner Sammlung sind, Klassiker oder Kultfilme. Filme, mit denen ich irgendwelche besonderen Emotionen oder Anekdoten verbinde, das präsentiere ich euch hier. Und in jeder Ausgabe geht es um den Anfangsbuchstaben, um einen Anfangsbuchstaben des Alphabets. Und mittlerweile sind wir bei M angekommen. Das heißt, heute stelle ich euch meine absoluten Lieblinge, Kultfilme und Klassiker aus dem Bereich Buchstabe M vor. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Und am Ende bin ich wieder gespannt in den Kommentaren selbstverständlich. Was haltet ihr von den Filmen? Kennt ihr die Filme? Und was sind denn so eure Lieblinge, Klassiker oder Kultfilme mit dem Anfangsbuchstaben M? Der erste Schluck Kaffee, Leute. Es ist wieder mal schön, dass ihr dabei seid. Es macht wirklich Freude, mit euch immer in den Kommentaren in den Austausch zu gehen und zu wissen, dass da draußen Filmliebhaber sind, die die Leidenschaft und das Hobby Film einfach teilen. Ganz große Klasse. Prost, Leute. Und ich fange an mit einer ehemals Trilogie, ein Dreierteil sozusagen, also drei Filme, die lange Zeit eine Trilogie waren und dann wurde, wie bei Indiana Jones zum Beispiel, ein vierter Teil irgendwann mal nachgeschoben und das Ganze nicht in der Hauptrolle mit dem Darsteller, der die Reihe etabliert und bekannt gemacht hat, sondern mit einem anderen Darsteller. Für mich allerdings zählen wirklich nur diese drei Teile, die ich euch jetzt vorstelle und die Rede ist selbstverständlich, wenn man von M redet, von Mad Max mit Mel Gibson in der Hauptrolle als Max Rockatansky. Hier seht ihr ihn und in dieser Blu-ray-Edition sozusagen sind alle drei Teile enthalten. Mad Max, Mad Max 2, der Vollstrecker und Mad Max Teil 3, Jenseits der Donnerkuppel. Drei wirklich tolle Endzeitfilme, sag ich mal so. So drei Filme, wo man immer nie so genau weiß, möchte ich sagen, zu welcher Zeit spielen die denn irgendwie. Also bei Teil 1 ist es so, dass irgendwelche Rockerbanden irgendwie das Land beherrschen. Und Max Rockatansky hier, Mel Gibson, ist ja ein Polizist, der diesen ganzen Wahnsinn mit Autocrash und Terror auf den Straßen nicht mehr so richtig ertragen kann und zurücktritt von seinem Posten als Polizist, nachdem sein Kumpel da auch noch irgendwie getötet wurde und dann allerdings seine Frau und sein Kind in die Hände von solchen Rockern da irgendwie geraten und Max sich dann rächt. Sage ich mal, das Ganze wirkt so ein bisschen wie eine Zukunft, die nicht ganz so weit weg ist irgendwie. Und Teil 2 spielt dann irgendwie nach dem großen Knall, irgendwie Atomkrieg oder so. Wobei ich das immer ein bisschen seltsam finde. Ich meine, Max fährt am Ende von Teil 1 irgendwie in die Wüste. Ich meine, was hat er denn während des Krieges getan irgendwie? Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Vielleicht wird das ja auch in diesem vierten Teil erklärt, in dem nicht Mel Gibson die Hauptrolle spielt. Keine Ahnung, ich habe den Film noch nie gesehen, Fury Road, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, lohnt er sich in der Anschaffung oder ist er eher ein Gräuel für so CGI-Hasser wie mich? Ja, also das würde mich mal interessieren. Wobei Mad Max ist natürlich so eine Figur, die impliziere ich oder bringe ich in Verbindung mit Mel Gibson hier. In Teil 2 geht es dann, wie gesagt, darum, dass es nur noch Anarchie ist, da scheinen keine Gesetze mehr zu gelten irgendwie. Mad Max irgendwie, Mel Gibson fährt nur noch durch so eine Einöde da irgendwie, trifft auf irgendwelche gestählten Rockerbanden, wo solche Muskeln sind, die irgendwelche seltsamen Gefährte haben, die wirklich sehr, sehr seltsam aussehen, als wenn die aus irgendwelchen alten Kühlschränken zusammengebaut sind. Da gibt es eine Menge Action in Teil 2. Der Film ist schon fast comic-mäßig übertrieben. Macht richtig Spaß, ist mein Lieblingsteil der Serie. Und Teil 3, da merkt man schon so, die Menschen bauen sich so ein bisschen wieder eine Zivilisation auf in Städten. Und ja, ich habe ihn in dieser Edition, so sieht sie wie gesagt von vorne aus, Mad Max, das ist ein Bild aus dem dritten Teil. Dann seht ihr die Reifenspuren, weil natürlich ist sein V8, dieses Auto, was auch auf der Rückseite zu sehen ist, sein treuer Begleiter. Und da seht ihr auch so ein paar Vehicles und Autos praktisch, die ihn verfolgen. Also jeder Film besticht einfach auch irgendwie durch Action-Verfolgungsszenen mit irgendwelchen futuristisch, aber gleichzeitig mittelalterlich anmutenden Gefährten. Unglaubliche Action dabei, ein wortkarger Mel Gibson.
der natürlich durch den Verlust seiner Familie in Teil 1 zu dem wird, was er dann ist, nämlich recht zurückhaltend, recht ernst, recht brutal, ja, ein Rächer halt, ne? So, dann kann man das Ganze hier so rausnehmen, praktisch. Und dann hat man hier praktisch nur diesen Schuber. Und im Inneren ist eigentlich genau das Gleiche. Mittlerweile Freigabe ab 16. Zumindest Teil 1 und 2 waren früher bei uns sogar indiziert. Und die sind ja auch ein bisschen brutal, möchte ich sagen. Auch heute noch. Aber das Ganze ist natürlich unglaublich übertrieben. Was ich eben schon sagte, das Ganze wirkt eher so wie ein Comic. So, hier haben wir den Silberling, die Blu-ray zu Mad Max Teil 1. Ja, wo Max da auf der Straße liegt und nach seiner Waffe greift irgendwie und da hinten kommen die Motorräder, die ihm gleich über den Arm fahren. Teil 1, Teil 2, der dann wirklich nur in dieser Wüste spielt, wo es dann darum geht um Benzin, weil Benzin ist das Einzige irgendwie, was zählt. Bei uns wird es demnächst eine Steckdose sein und ein Kabel, wenn wir alle Elektroauto fahren. Ich meine, das kriegst du in der Wüste auch nicht. Wo willst du da Strom herkriegen? Also da ist mit Benzin schon wirklich besser umzugehen. Hier Mad Max Teil 2, der Vollstrecker. Und Teil 3, da fand ich immer das Postermotiv sehr, sehr toll, was sie hier auch raufgedruckt haben mit Mad Max, den ganzen Kindern da vorne und Tina Turner im Hintergrund mit dieser Mähne, die so übergeht in diese Wüste und das Abendrot oder Morgenrot der Sonne. Auch irgendwie ganz klasse. Ja, viele sagen ja immer, Mad Max Teil 3, der stürzt ja unglaublich ab irgendwie von der Qualität, ist lang nicht mehr so unterhaltsam wie die ersten beiden Teile, auch nicht mehr so brutal, der war auch schon immer übrigens frei ab 16. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Stimmung in dem Film, in dem dritten Teil, nicht mehr so unheilverkündend irgendwie, sage ich mal, sondern hier merkt man einfach, die Menschen wollen sich nach und nach wieder zivilisieren und es kommen Kinder mit ins Spiel, bei denen irgendwie nie richtig geklärt wird, wo sind eigentlich die Eltern dieser ganzen Kinder, auf die Max da trifft, egal, das hinterfragt man auch nicht bei so einem Film. Ich mag alle drei Teile, jeden Teil auf seine Art und Weise gern. Mad Max, tolle Trilogie. Und wie gesagt, der vierte, Fury Road, ist ja nicht mit Mel Gibson in der Hauptrolle und soll auch von der Erzählweise her ganz anders sein. Also einfach mal, Leute, haut es mir in die Kommentare. Ich als Retro- und Klassiker-Fan habe immer einen großen Bogen um diesen Film gemacht, weil mir schon zum Beispiel Indiana Jones 4, das Franchise um Indiana Jones zum Beispiel so ein bisschen madig gemacht hat. Warum, wie konnte man so einen Film daran setzen? Der Film hat mir nie so richtig Spaß gebracht. Indiana Jones und im Reich des Kristallschädels nie so richtig Spaß wie die anderen Indiana Jones Filme, die so für mich eine ganze Einheit ergeben haben und auch gut abgeschlossen waren, genauso wie hier Mad Max. Warum musste man da jetzt auch wieder einen vierten Teil hinten ranballern? Keine Ahnung. Jetzt kommen wir zu einem Thriller der Superlative, zu einem atmosphärisch dichten Film, zu einem wirklich tollen, fiesen, kleinen, gemeinen Thriller. Die literarische Vorlage ist, wie fast immer bei vielen Filmen, die ich hier vorstelle, wenn es um literarische Vorlagen geht, ist wie immer von Stephen King, einem meiner absoluten Lieblingsautoren. Und da ist es ja so, es gibt viele Verfilmungen, die sind absolut Grütze, kommen nicht über Videothekenniveau hinweg. Und dann gibt es Filme, die absolut klasse sind, herausragend, toll besetzt sind, die die Handlung gut aufbauen und dabei wirklich, wirklich unheimlich spannend sind. Und einer dieser Filme kommt jetzt. Misery. Einfach nur genial besetzt mit Kathy Bates und James Caan. Worum geht es in Misery? In Misery geht es um die Hauptfigur, die James Caan hier spielt, Paul Sheldon, ein Autor. Oft ist es ja so bei Stephen King, der ja selber Autor ist, dass seine Hauptfiguren in den Büchern auch Autor sind. Klar, am besten kann man über das schreiben, was man selber kennt und erfahren hat. Also Paul Sheldon wird gespielt von James Caan und der hat nun im Winter eine Autopanne, einen großen Autounfall. Das Auto überschlägt sich, fällt so eine Klippe runter und wird dann unter fallendem Schnee begraben und niemand findet ihn da irgendwie. Außer Kathy Bates, Figur, die ihn findet, aus diesem Auto rauszieht und er erwacht dann praktisch nach einigen Tagen Ohnmacht bei ihr zu Hause im Zimmer. Das Haus ist komplett irgendwo einsam gelegen und sie ist sein größter Fan. Und damit geht der Irrsinn los, sie ist nämlich vollkommen besessen von ihm. Sie ist vollkommen besessen von ihm, das merkt er auch gleich. Das Problem ist, er hat diverse Knochenbrüche, die Beine sind gebrochen, er kommt da nicht weg. Kein anderer weiß,
irgendwie, dass er diesen Unfall da hatte, außer sie. Und er ist ihr nun willkürlich ausgeliefert. Und die Frau flippt nach und nach immer mehr aus. Vor allen Dingen, als sie merkt, dass Paul Sheldon als Autor nicht mehr ihre Lieblingsromanserie fortsetzen will. Und damit geht das große Ende, das große Desaster für ihn los, das große Leiden, Leute, was sie alles mit ihm anstellt. Wirklich grausam. Ich weiß, das Buch ist noch viel heftiger. Das Buch geht noch viel mehr in die Derbheit rein, in noch mehr Knochenbrüche, blutige Auseinandersetzungen. Aber das, was hier teilweise passiert, schon ist wirklich auch hart mit anzuschauen. Misery. Wie gesagt, hier James Caan und Kathy Bates. Ja, und ich muss einfach sagen, der Film schmerzt mich schon beim Anschauen. So sieht das Cover aus, praktisch wie Kathy Bates da vorne James Caan in dem Rollstuhl hat, weil er ja nichts mehr machen kann. Aber es ist auch so, dass hinten drin es immer weiter so ist, James Caans Figur hier, Paul Sheldon, lernt natürlich nach und nach auch mehr. Also er trainiert seine Muskeln, seine Armmuskeln immer, wenn die Frau nicht da irgendwie zu Hause ist. Er durchstöbert dann auch irgendwie ihr Haus und kommt ihr auf die Schliche durch irgendwelche Zeitungsausschnitte, dass sie eine arme Irre ist. Also ein ganz, ganz toller, hochkarätiger Thriller. Von der ersten bis zur letzten Minute an. Einfach klasse. So sieht die DVD aus. Leichte Blutspritzer vorne drauf. Und dann haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir noch einen tollen, tollen kleinen Flyer, wo ganz viele Informationen zum Film drin sind. Szenenbilder zum Beispiel, wie wurde gedreht hinter den Kulissen. Ja, hier auch Szenenbilder hinter den Kulissen. Ganz toll alles. Heutzutage tackert man das Ding irgendwie in die Mitte von sowas, nennt das Ganze ein Mediabook und verkauft das Ganze dann für 30 oder 40 Euro. Nein, aber nicht bei mir, Leute. Nicht bei mir. So. Ups. Ein klasse Film, wer den noch nicht gesehen hat. Misery, allererste Sahne. Jetzt kommen wir auch zu einem Thriller. Allerdings nicht aus der Feder von Stephen King. Und ein toller Film, Ende der 80er Jahre entstand mit grandiosen Landschaftsaufnahmen. Hohe Berge, tolle Darsteller, eine spannende Handlung und die Jagd nach einem Killer. Die Rede ist von Mörderischer Vorsprung mit Tom Berenger und Sidney Poitier. Und es geht tatsächlich darum, dass ein Mörder gesucht werden muss, ein Killer, von dem man weiß, er befindet sich auf irgendeiner Bergtour. Kirstie Alley spielt hier die weibliche Hauptfigur mit. Kirstie Alley, auch bekannt unter anderem aus der Serie Fackeln im Sturm. So sieht das Ganze aus. Und dieser Film lebt einfach durch diese Handlung, diese Jagd nach dem Killer, der irgendwo in dieser Bergführungsgruppe ist und man nie so richtig weiß, wer ist es denn nun eigentlich, wer ist dieser Killer? Und dann geht es los, dass ein Bergführer zusammen mit dem Polizisten diesen Killer jagt und der Bergführer den Polizisten da in die Berge mitgeleitet und das Ganze mit einem tollen Soundtrack aufgemotzt, mit tollen, stimmungsvoll eingefangenen Bergen, schwindelerregende Stunts und Action dabei. Mörderischer Vorsprung, ein wirklich kleiner, fieser Thriller. Gerade für Leute so wie mich mit Höhenangst. Ja, hier sehen wir noch ein paar Szenenfotos. Ihr seht Kirstie Alley, ihr seht Sidney Poitier, ihr seht Tom Berenger. Tom Berenger, den ich letztes Mal gesehen habe in dem Film, den Jochen Haas mir geschenkt hat, Grand Budapest Hotel, ich habe ihn kaum erkannt. Also wirklich, aber in dem Film Grand Budapest Hotel erkennt man die Leute eh kaum. So, und hier haben wir die DVD mit diesem rauchenden Colt. Ist das ein Colt oder eine Pistole? Ein Colt, glaube ich, ne? Mit dieser Trommel. Einfach, es sei euch ans Herz gelegt, Spannung, Action, mörderischer Vorsprung. Jetzt kommen wir auch zur Action und jetzt kommen wir zum großen Meister des Kung-Fu, des Karate. Im Grunde bin ich nicht so ein Riesenfan von Martial Arts und so, obwohl ich habe auch hin und wieder so ein paar Filmchen, aber den hier musste ich mir holen, weil das ist so eine Mischung aus Martial Arts, Karate, Kung-Fu, Spannung, Agentenabenteuer im Stil eines James Bond und tatsächlich ist es ein absoluter Klassiker. Bruce Lee, der Mann mit der Todeskralle.
Allein schon auch dieses Cover, dieses gezeichnete Cover da vorne drauf. Und dem Film sollte man wirklich eine Chance geben, auch wenn man jetzt kein Bruce Lee-Fan ist oder kein Fan von Kung Fu, kein Fan von Karate, irgendwie, weil das Ding ist auch wirklich, geht auch gut durch als Actioner, Thriller, sage ich mal so. Es ist einfach so, Bruce Lee wird auf so eine Insel eingeschleust, wo irgend so ein Typ da, der Mann nämlich mit der Todeskralle, ein Turnier veranstaltet und der steckt hinter einigen Schindluder und das Ganze soll aufgedeckt werden. Eine tolle Atmosphäre, ein tolles Setting auf dieser Insel wird da aufgebaut. Neben Bruce Lee übrigens dabei ein John Saxon, auch sehr, sehr interessant. Ihr seht auch ungekürzte Originalversion, trotzdem ist das Ding immer noch frei ab 18, obwohl der Film schon sehr, sehr viele Jahre auf dem Buckel hat, so wollte ich das sagen. Und auf der Rückseite sehen wir Bruce Lee, der ja so einen ganz eigenen Stil zu kämpfen hatte. Ja, ungekürzte Originalfassung, das heißt, hier sind auch noch ein paar Szenen integriert, die ein bisschen anders synchronisiert sind als das, was früher bei uns zu finden war. Fällt aber nicht weiter ins Gewicht, es sind nicht allzu viele Szenen, es sind so ein paar Erklärungen am Anfang. Und hier auch wieder die bedruckte DVD mit diesem Drachen. Und das macht einfach Spaß, der Film, weil er einfach auch eine ganz besondere Atmosphäre hat mit diesem Setting auf dieser Insel, auf dieser Isolation, sage ich mal. So, und es ist wirklich gut gemacht. Gut gemacht, der Mann mit der Todeskralle macht immer wieder Spaß, den zu gucken. Jetzt kommen wir zu einem Film, eines meiner absoluten Lieblingsregisseure. Alfred Hitchcock hat ein Meisterwerk abgeliefert mit dem Film The Man Who Knew Too Much. Der Mann, der zu viel wusste, mit James Stewart und Doris Day. Doris Day, die man ja eigentlich eher so kennt aus irgendwelchen Verwechslungskomödien, wo ab und zu mal gesungen wird, so ein bisschen mit Slapstick, Witz, Humor, Lockerheit, Liebe. Hier ist es jedoch so, dass Doris Day einen ernsten Charakter spielt. Trotzdem kommt sie natürlich auch hier nicht drum herum zu singen. Das Ganze wirkt schon ein bisschen seltsam, aber das Lied Que Sera, Sera hat natürlich hier eine Bewandtnis in dem Film, gerade zum Ende hin des Films. Ich möchte auch nicht zu viel spoilern, es ist so ein typischer Hitchcock-Film. Du merkst einfach sämtliche Kameraperspektiven, die Ausleuchtung irgendwie, die Darsteller, die so typisch agieren wie in jedem Hitchcock-Film. Du merkst sofort, das ist ein Hitchcock-Film, weil er so anders inszeniert ist. Es geht praktisch um dieses Ehepaar hier, gespielt von James Stewart und Doris Day, deren Kind, deren Sohn dann da irgendwo entführt wird, drüben in Afrika. Und die wissen eigentlich gar nicht so richtig, worum es geht. Und da wird dann auch noch irgendwie einer angeschossen oder erstochen auf so einem Markt und der fällt dem Vater hier in die Arme und der flüstert ihm irgendwas zu. Also, der Film macht wirklich Spaß bei, wie gesagt, ist unglaublich unterhaltsam. Ich liebe einfach die Art und Weise der Inszenierung, wie Hitchcock seine Darsteller ins rechte Licht rückt, wie er einige Szenen, wie gesagt, inszeniert. Das Ganze ist wirklich so bei Hitchcock immer. Der sieht den ganzen Film, aber ich hatte immer das Gefühl, jede Szene für ihn ist auch ein kleines Meisterwerk. Jede Szene, jede Kamerafahrt, jede Ausleuchtung muss genauso sein wie das große Ganze am Ende. Und das ist einfach so, auch in diesem Film. Also Musik spielt hier eine große Rolle. Vor allen Dingen am Ende des Films ein großer Beckenschlag in einer großen Konzerthalle. Ich finde den Film richtig gut. Der Mann, der zu viel wusste. Ich kannte viele Hitchcock-Filme. Diesen hier habe ich relativ spät gesehen. Hier sehen wir die bedruckte DVD. Jetzt nichts besonders Spektakuläres. Ich sage ja immer, die Hitchcock-Filme würde ich mir wirklich mal wünschen in einem kostengünstigen Mediabook. Wie gesagt, kostengünstig, Mediabook, mehr als 20 € bin ich immer nicht bereit, für sowas zu bezahlen. Weil was ich euch eben schon bei dem anderen zeigte, früher waren solche kleinen Booklets Pflicht in fast jeder DVD. Heutzutage, wie gesagt, klammert, klebt, tackert man sie irgendwo in die Mitte von so einer Hülle da, klappt die zusammen, stopft noch ein bisschen Watte irgendwo in die Ränder da rein, damit das Ding so fett ist und jeder Sammler denkt, boah, was habe ich hier eigentlich Hochwertiges in der Hand? Ja, im Grunde nicht viel. So, ja, es geht ja um den Film. So, und deswegen bin ich einfach nicht bereit, mehr als 20 € für so ein Mediabook auszugeben. Hier würde ich es mir auch mal wünschen bei solchen älteren Filmen. Vielleicht nimmt sich ja mal irgendwann jemand dessen an. Vielleicht gibt es die ja auch schon. Wenn, dann bitte jetzt hier in die Kommentare schreiben. So, hier ist auch so ein kleines Zettelchen bei. Das ist bei diesen Editionen übrigens auch immer, dass vorne drauf so ein Bild ist. Irgendwie von dem Film. Oben seht ihr das, die gemalte,
das gemalte Gesicht von Alfred Hitchcock auf der Rückseite. Noch eine dieser typischen Szenen. Alfred Hitchcock hat gerne so von oben gefilmt, seine Person, gerade wenn es spannende Momente waren. Und im Innenteil haben wir noch ein paar Infos und 10 Fotos zu Der Mann, der zu viel wusste. Um mich kann es sich nicht handeln. Bei mir heißt es immer, Sashi, du weißt viel zu wenig. Was ist eigentlich los mit dir? So. Es geht weiter mit einem absolut farbenfrohen Klassiker, einem Film, der zwar spannend ist, der Brutalitäten zeigt, aber trotzdem mich immer in irgendwie so eine Urlaubsstimmung versetzt, weil wir fahren irgendwo in die Südsee und das mit Starbesetzung auf der Bounty. Meuterei auf der Bounty, auch da gibt es ja verschiedenste Verfilmungen, unter anderem auch eine, wenn wir schon vorhin beim Thema Mel Gibson waren, eine mit Mel Gibson und Anthony Hopkins. Und hier haben wir den Cast Marlon Brando, Trevor Howard, Richard Harris, Meuterei auf der Bounty in einem farbenfrohen, farbenprächtigen Film, sage ich mal, der 178 Minuten geht. Hier seht ihr auch das Cover mit diesem Segelschiff der Bounty, ja, wo ein herrschsüchtiger Kapitän, der Kapitän Bligh sozusagen, seine Mannschaft malträtiert. Und antritt irgendwie, bis zum Rande der Ohnmacht treibt irgendwie. Und dann eine Meuterei gegen diesen Kapitän beginnt unter der Leitung von Marlon Brandos Charakter. Wie hieß er denn noch hier? Die verzweifelte Mannschaft. Ja. So sieht das Ganze von hinten aus. Marlon Brando hier natürlich in einer Paraderolle. Ja. Es sind auch diverse Specials drauf. Seht ihr schon hier im roten Kasten. Da ist der Spielfilm drauf. Prolog, Epilog, das, was früher im Kino wirklich so vorweg war. Damit man die ganzen Irren, die sich jetzt nochmal wieder Tacos, Chips, 6 Liter Cola-Eimer irgendwie ins Kino holen, damit die sich erstmal hinsetzen, wurde man erstmal durch so einen Prolog, wo nur die Musik über eine blaue oder eine dunkle Leinwand gehalten ist, irgendwie hat man erstmal gewartet, bis die sich gesetzt haben und dann ging der Film los. Das sollte man heute bei jedem Film übrigens machen, weil diese Nervensingen in den Kinos, die da permanent knistern und ihre Plätze nicht finden, die nerven schon tierisch. Dazu wird es demnächst auch mal hier ein Sashi Quatscht übergeben, wo ich mich über einen Kinobesuch auslasse. So Leute, und dann gibt es noch diverse Dokumentationen, eine Reise auf der Bounty und Interviews nach den Dreharbeiten. Ist wirklich interessant, weil das beruht ja auch auf Tatsachen. Also ihr müsst einfach mal da ein bisschen forschen im Internet. Ist höchst interessant, dass da immer noch Nachkommen auf diesen Inseln oder in der Region leben, der Bounty-Besatzung. Und hier seht ihr schon, auch von innen gibt es den Film und eine Menge Zusatzmaterial auf diesen tollen, bedruckten DVDs. Wer den Film noch nicht hat, legt ihn euch zu, Leute. Tolles Abenteuer, basiert auf wahren Begebenheiten, mit Star Power, mit tollen, großartigen, farbenfrohen Bildern. Spannung von der ersten bis zur letzten Minute. Meuterei auf der Bounty. So, jetzt kommen wir zu einem Film, auch einen alten Film. Ein Klassiker, den ich aber gut finde und den ich auch in einer besonderen Edition habe. Der hat damals nämlich nur 7,99 gekostet und da hole ich mir das natürlich auch mal. Ich liebe James Stewart und ich habe mir geholt den Film damals von 1965, Der Mann vom großen Fluss. Und das mit diesem tollen Artwork vorne drauf. James Stewart mit dieser Kanone. Und wir sehen schon so ein bisschen, worum es sich da handeln könnte. Leute, ich kann das hier so abziehen, ja. Also das ist so ein Überzieher, so ein Kondom, sage ich mal, für diese Hülle. Und dann habe ich hier wirklich nur dieses Stil, oder was ist das? Das wissen wieder nur wirklich irgendwelche Filmfans. Wie nennt man das? Steelbook ist es nicht, Future Pack, keine Ahnung. Das ist halt kein Plastik. So, auf der Rückseite ganz toll gezeichnete Motive aus dem Film mit den ganzen Hauptfiguren. Wirklich toll gemacht, da ist auch nichts drauf. Das macht sich wirklich gut im Regal, wenn man das auch mal so hinstellt oder halt mit dem Cover nach vorne. Der Mann vom großen Fluss, James Stewart, spielt einen Mann, der viele Söhne hat und wir leben mitten im Bürgerkrieg der USA, Mitte, Ende der 1800er, ja, 1800. 62, 63, 64, so um den Dreh war der Bürgerkrieg. Und er möchte aber auf keinen Fall mit diesem Bürgerkrieg irgendetwas zu tun haben und er will auch nicht, dass seine Söhne da eingezogen werden. Und der Bürgerkrieg rückt nun immer näher und sein jüngster Sohn findet irgendwie eine Südstaaten-Kappe, setzt sich die einfach zum Spaß auf und Nordstaatler finden ihn und nehmen ihn dann gefangen und er
zieht dann doch in den Krieg mit seinen Söhnen, um seinen kleinsten Sohn wieder zu befreien. Und das Ganze wirklich charmant in tollen Bildern erzählt. Aber auch mit Schicksalsschlägen dabei. Wirklich ein toller James Stewart-Film, der mir sehr gefällt. Ich mag das sowieso gerne, wenn es so eine Filme gibt vor diesem historischen Hintergrund des Bürgerkriegs, wo wirklich ja auch Familien voneinander getrennt wurden, die dann gegeneinander gekämpft haben, weil die einen haben im Süden gelebt, die anderen im Norden irgendwie. Süden, Norden, nicht umgekehrt. Das finde ich immer höchst interessant und spannend und frage mich dann immer, Mensch, was wäre denn, wenn sowas hier heute passieren würde irgendwie? Ja, stellt euch das mal vor, Nord gegen Süd. Und man hat irgendwie Verwandte im Süden, wenn ich jetzt hier im Norden lebe. Unglaublich. So, Der Mann vom großen Fluss, so sieht's von innen aus. Ihr seht das auch schon, tolle bedruckte DVD? Nee, Blu-ray. Blu-ray und da drüben auch nochmal so gezeichnetes Motiv. Also das ist wirklich eine schöne Edition, die mir wirklich gefällt, Der Mann vom großen Fluss. Und wer so ein bisschen auf sowas steht, auch so ein bisschen charmant, altmodisch, nostalgisch veranlagt ist, James Stewart mag, macht hiermit alles richtig. Jetzt kommen wir zu einem deutschen Film. Ja, tatsächlich gibt es einen deutschen Film mit dem Anfangsbuchstaben M, den ich richtig klasse finde. Den habe ich damals zum ersten Mal im TV gesehen und ich war sofort gefesselt. Ja, mit diesem Film wird auch ein Stück deutsche Zeitgeschichte erzählt, sage ich mal, und zwar aus dem Jahr 1977, die Entführung des Flugzeugs Landshut. In dem Film Mogadischu, wo diese Entführung dann ja am Ende zu Ende gegangen ist. Man nannte es ja auch den deutschen Herbst 1977. Terror hatte die Bundesrepublik irgendwie überzogen. Leute wurden umgebracht. Und das Ganze gipfelte dann in der Entführung dieses Flugzeugs Landshut, was gerade auf dem Weg war von Palma de Mallorca zurück, glaube ich, nach Düsseldorf. Ich glaube, nach Düsseldorf oder so. Und da haben die Terroristen dann das Flugzeug entführt und man ist zu jeder Zeit während dieser Entführung dabei. Man spürt förmlich, was für Leiden die Insassen dieses Flugzeugs ausstehen mussten, ja. Da wird so vieles erzählt, was tatsächlich damals passiert ist. Unter anderem wird auch der Kapitän irgendwie erschossen. Ganz grausam irgendwie. Unglaublich, unglaublich intensiv. Man hat zu jeder Zeit das Gefühl, man sitzt mit in diesem gekaperten Flugzeug. Und dann kommt die große Befreiungsaktion ganz am Ende des Films in Mogadischu, wo das Flugzeug praktisch steht und man hat die Entführer mit irgendwelchen Finden und Tricks dazu gebracht, dass sie jetzt irgendwie an falsche Tatsachen glauben. Und Leute, ihr müsst euch das einfach angucken und in dem Zuge kann ich euch nur auch empfehlen, setzt euch nochmal mit den Hintergründen auseinander, wie es damals zu dieser Entführung kam, warum und weshalb. Es ist nämlich alles recht ausufernd und komplex und umfangreich. Aber ein deutscher Film, der von der Spannung her mich so packt, auch von der darstellerischen Leistung. Hier seht ihr auch die bedruckte DVD mit dem Flugzeug da, Nacht und Nebel. Hier hinten seht ihr die GSG 9, die sich anschleicht mit Leitern ans Flugzeug. Also ein deutscher Film, der mich spannungsmäßig so gepackt hat, das gibt's nur selten. Höchstens mal Die Katze mit Götz-George oder auch Abwärts in diesem Fahrstuhl mit Götz-George. Es gibt selten Filme, die mich so packen. Mogadischu gehört dazu. Jetzt kommen wir zu einem Film, zu einem kleinen Thriller, der wirklich unterhaltsam ist, auch mit Star-Besetzung. Ein Film von Woody Allen. Und kein Film, wo man permanent lacht oder schmunzeln muss, sondern es geht um einen Typen, einen Tennislehrer, der sich in die Welt der High Society sozusagen einschleimt, sich da in eine junge Frau verliebt, die eigentlich mit dem Sohn von dieser Familie verheiratet ist oder demnächst heiraten will und dann eine Affäre mit der beginnt. So, und dann das reiche Leben da irgendwie genießt. Und die Rede ist von Matchpoint. Matchpoint. Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers, Penelope Wilton, Brian Cox, Matthew Good. 2-Disc Special Edition. Und der Film ist wirklich, wirklich gut erzählt. Also der Film ist wirklich so, es ist ein kleiner Thriller, sage ich mal, der allerdings jetzt nicht so daherkommt als Thriller, dass man sagt, das wäre jetzt recht unwahrscheinlich, das ist eine Handlung, die ich nicht nachvollziehen kann. Also das ist schon etwas, kann ich mir gut nachvollziehen. Also, sage ich mal, Jonathan Rhys Meyers, er verliebt sich praktisch in Scarlett Johansson. In sie, ist dann hinter ihr her und dann hat er sie irgendwann und dann löst sie sich von dieser reichen Familie und dann findet er das aber auch wieder nicht gut.
irgendwie, weil sie sich da irgendwie löst und dann kommt es auch irgendwie zu einem Mord noch. Also wirklich ein toller, spannender Film, wo man gar nicht denkt, wenn man sich den anguckt, dass der von Woody Allen ist. So sieht die Rückseite aus und ihr seht auch schon die drei Wörter. Passion, Temptation, Obsession. Scarlett Johansson war noch nie so sexy. Das kann ich bestätigen. Ein wirklich toller Film, der immer wieder auch bei mir im Player landet, möchte ich sagen. Und innen drin haben wir zwei DVDs, einmal mit Film und einmal mit einer Menge Extras mit an Bord. Hier, kann ich jedem empfehlen, der so auf kleine Thriller steht, die auch mal ein bisschen was anderes sind und ein bisschen aus der Art schlagen von diesem 0815-Gedöns. So Leute, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Thriller mit absoluter Starbesetzung, der mich immer wieder packt. Den habe ich auch schon ganz lange. Erstmal einen Schluck Kaffee. Und der Film ist einfach sehr intensiv von seiner Handlung her. Der Film ist einfach intensiv von dem, was da wirklich geschieht. Gerade auch am Anfang, was da passiert. Aber auch gerade, wie der Film dann nachher endet, mit welcher Auflösung. Wirklich überraschend und das Ganze mit absoluter Star-Power. Die Rede ist von Mystic River. Drei Jungs werden in ihrer Jugend überrascht, indem nämlich einer von ihnen auf offener Straße vor den Augen der anderen beiden von irgendwelchen Männern entführt wird und nach einigen Tagen wieder freikommt und niemals so richtig herauskommt, was ist dort passiert, was ist mit diesem Jungen passiert, der da entführt wurde. Und dann gibt es einen Zeitsprung in diesem Film sozusagen, als alle erwachsen sind. Und die Rede ist hier von den Hauptdarstellern. Sean Penn ist mit an Bord. Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Laura Linney und, ich bräuchte jetzt wieder eine Brille, Marcia Gay Harden. Okay, der Film ist ausgezeichnet mit zwei Oscars, einmal für den besten Hauptdarsteller Sean Penn und der beste Nebendarsteller Tim Robbins. Sean Penn ist so ein Typ irgendwie von so einer Gang da im Viertel dann nachher irgendwie, wenn er erwachsen ist. Tim Robbins ist dieser Junge, der entführt wurde damals. Und Kevin Bacon ist der dritte im Bunde und der ist irgendwie Polizist. Und dann ist es tatsächlich so, dass Sean Penns Tochter ermordet irgendwo aufgefunden wird. So. Und dann geht es praktisch in diesem Viertel darum herauszufinden, wer war das, wer hat es sein können. Und natürlich spielen die Erlebnisse dieser drei Jungs aus ihrer Kindheit und Jugend da noch mit rein. Ein hochkarätig und spannend, nervenzehrender Thriller, sage ich mal, mit einer ganz unheimlichen, bedrohlichen Atmosphäre und einer wirklich, wirklich vorher nicht zu erahnenden Auflösung. Auf der Rückseite seht ihr Sean Penn, der gerade erfährt, dass seine Tochter ermordet aufgefunden wurde. Er flippt selbstverständlich aus. Und im Inneren haben wir auch hier zwei Discs. Disc 2, schön bedruckt, mit unglaublich viel Bonusmaterial wie Making-ofs und Interviews. Und im Inneren dort ist dann die Disc 1 mit dem Film. Und damit, Leute, war das der letzte Film heute in meinen Saschis Liebklaku mit dem Anfangsbuchstaben M. Jetzt bin ich gespannt, Leute, auf eure Meinung zu den Filmen, die ich euch vorgestellt habe. Und bin gespannt selbstverständlich auf andere Filme, die ihr mit dem Anfangsbuchstaben M noch als eure Lieblinge bezeichnen würdet, als eure Klassiker und Kultfilme. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch, wenn ihr wieder dabei seid, Sonntag um 10. Bis dahin, Prost, euer Saschi. Ciao.